7. bis 8. Juli 1965 aus dem geistlichen Tagebuch von Elisabeth Kindermann, die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lange und innig sprach der Herr Jesus mit mir. Meine liebe Seele, übergehe mich nicht. Zu den Worten deines Beichtvaters muss ich sagen, wie ich schon ein andermal geäußert habe. Seine Worte sind meine Worte. Halte sie immer für glaubwürdig, denn ich habe ihn erleuchtet. Und er ist es, der dich kennt, versteht und führt und dich niemals verlässt. Sei deswegen nicht besorgt, nicht voller Angst. Mein Wille sei für dich klar. Ich sage dir immer im Voraus, was jetzt kommen wird. Habe ich dir nicht auch gesagt, dass ich Satan auf dich loslasse und er alle Versuchungen an dir ausprobieren wird? Meine Elisabeth, ich freue mich, dass du auf meine Mahnung hin sofort und bereitwillig zu deinem Beichtvater gingst. Siehst du, das ist es, wovon ich zuvor mit dir sprach, dass du im Besitz des Geistes der Liebe bist und der Böse keine Kraft mehr an dir anwenden kann. Wahr ist, dass ich ihm erlaubte, dich zu quälen, aber der Böse wollte bei dir erreichen, dass du meine mahnenden Worte nicht beachtest. Er kennt deine Schwächen, weil du aber im Gehorsam bist, hast du ihn besiegt. Er ist neben dir kraftlos und geblendet worden. Ach, wie freue ich mich, dass du, die deine Natur widerstrebende Tugend so fleißig übst. Meine liebe Elisabeth, in solchen Fällen verpflichtest du mich und durch meine unbegrenzten Gnaden wird deine Seele noch glänzender. Dann dachte ich über die Worte Jesu, über die Heiligkeit und Größe der Tugend des Gehorsams nach. Und was ich bis jetzt so gar nicht betrachtet habe, in welchem Maße und wodurch meine Seele immer leuchtender wird. Hiernach machte ich den festen Vorsatz, fortan mit noch größerer Treue und Hingabe anzunehmen, was ich direkt vom Herrn Jesus oder indirekt von meinem Beichtvater empfange. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.